Herr Hagenkötter, warum sind Sie der Richtige für SOS? Mein zentrales Thema ist Teilhabe. Ich möchte, dass alle Menschen in dieser Stadt an den Entscheidungen teilhaben können und auch an der Gesellschaft teilhaben. Teilhabe ist nicht nur eine Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger ein ausreichendes Einkommen haben, sondern auch die Frage, ob sie an demokratischen Prozessen und an Entscheidungen beteiligt werden. Ich möchte Teilhabe erreichen darüber, dass zum Beispiel der Soest-Pass hier in Soest weiter ausgebaut wird. Bisher kann man nur einen ganz kleinen Teil damit nutzen. Und beim Aquafun haben wir festgestellt, dass die jetzige Nutzung schlechter ist als die Regelung zuvor. Und das muss dringend geändert werden. Auch sollen weitere Angebote in den Soest-Pass integriert werden, wie zum Beispiel die Stadthalle oder auch den Schlachthof. Ich möchte, dass der soziale Wohnungsbau in Soest angekurbelt wird. Jahrelang hat die Stadt hier nichts getan und es wurden über 300 Wohnungseinheiten abgebaut. Und bis zum Jahr 2020 werden weitere 600 Wohnungen fehlen. Hier muss dringend was getan werden. Außerdem möchte ich, dass es ein Sozialticket für Bus und Bahn gibt, damit Menschen mit niedrigem Einkommen sich das Busfahren und das Bahnfahren leisten können. Denn im zum Beispiel Hartz-IV-Satz sind nur 15 Euro im Monat für Bus und Bahn vorgesehen. Mit 15 Euro kommt man hier nirgendwo hin. Ich möchte, dass es einen Aktionsplan für Inklusion gibt, damit Menschen mit Behinderungen hier in der Stadt vorwärts kommen, dass irgendwie dass Barrieren abgebaut werden. Mit mir wird Soest sozialer. Darum wählen Sie am 25. Mai Winfried Hagenkötter, Die Linke.